موطني Musik im Blut? Eine Podcast-Reihe vom Jungen Theater Augsburg. Mit 21 BürgerInnen, die in ihrer Freizeit gerne Musik machen. Manche mehr, manche weniger. Manche für Geld, die meisten nur für den Spaß. Jedes Jahr sucht das Junge Theater Augsburg neue ExpertInnen, um zu einem bestimmten Thema ihre Erfahrungen, Gedanken und Erlebnisse zu sammeln und daraus ein gemeinsames Theaterstück zu entwickeln. Normalerweise. Dieses Jahr sind daraus 10 Podcast-Folgen entstanden. Sie fragen nach dem Ursprung von Musikalität, beleuchten die Wege zum eigenen Musikmachen, untersuchen die Kraft der Musik und sind voll von unseren fröhlichen, traurigen, erstaunlichen und immer musikalischen Geschichten. Folge 10. Musik im Blut mit Anita, Bernhard, Brigitte, Emma, Florian, Gesine, Kirisha, Hassan, Harwin, Jojo, Josefine, Lina, Marina, Marion, Mascha, Mathieu, Miguel, Nasli, Sonde, Yasemin, Ivan. Ich glaube, jeder Mensch hat Musik im Blut, insbesondere weil wir als Menschen mit Gefühlen in der Lage sind, auch Musik zu spüren. Ich denke, ich habe einen guten Zugang zur Musik und der ist schon auch erarbeitet auf eine gewisse Art. Der ist nicht angeboren, glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, Musikalität kann man vererben. Aber ich bin ein Fan von einer anderen Theorie, dass Musikalität gelernt wird. Ich denke, die Musik, die Musikalität teilweise geerbt ist. Sogar nicht teilweise, sondern der größte Teil ist. Also ich glaube, dass Musikalität nicht ererbt ist, sondern dass das in uns von Grund auf drin steckt. Wenn man Musik hört oder Musik spielt, Musik macht, dass dann der Körper in Resonanz geht. Warum? Weil ich immer singe. Egal wo, egal wann. Beim Kochen, Duschen, im Bett, draußen, beim Freunde, beim Kumpel, egal. Und das klingt mir vor, okay, ich habe den Singen oder den Musik in meinem Blut drin. Und ob wir diese Gaben wirklich entfalten, das hängt ganz stark von einer fördernden Umwelt ab. Und wo man hineingeboren wird und welchen Platz die Musik im Leben hat. Also ich finde, es gehört schon ein bisschen beides dazu. Zum einen sogenanntes Talent und zum anderen die Möglichkeit und die Lust drauf, sich damit zu beschäftigen. Musik im Blut zu haben, ist nicht angeboren, sondern es ist eher so eine Art Erziehungssache oder Gewöhnungssache. Also es kommt darauf an, wie man aufwächst. Inwiefern darf ich halt schon als kleines Kind gewisse Dinge tun? Worin werde ich bestärkt? Wenn man in einer Umgebung ohne viel Musik lebt, dann wird man selber auch weniger musikalisch sein. Natürlich sind einige talentierter, haben mehr Talent als andere. Aber nur Talent zu haben reicht auch nicht, um Musik zu machen, denn dieses Talent muss gefördert werden mit der Zeit, damit es stärker wird und damit man auf Dauer schöne Musik machen kann. Und es gibt auch Talente, die einfach nicht gefördert worden sind, weder von den Eltern noch vom Umfeld. Und bei denen verschwindet es dann. Das ist alles Sozialisation und der Einfluss von Familie, aber auch anderen Menschen, die mich dahin führen und etwas bestärken können. Es gibt verschiedene Arten, Musik im Blut zu haben. Also ich habe sie
in der Form im Blut, dass ich sie eben gern höre und sie mein zweites Leben ist. Aber es gibt welche, die das noch viel ausgeprägter haben. Das sind die Vollblutmusiker, wie ich die jetzt mal sagen würde, die ohne Noten und ohne alles sofort Musik machen können oder sich auch mit anderen sofort zu Improvisationen zusammenschließen können. Das kann ich leider nicht. Ich habe Singen noch nie gelernt. Wo soll dann das kommen? Das kommt einfach im Blut. Weil meine beiden Eltern auch viel Musik gemacht haben und ich glaube, ich von meinem Vater ein relativ gutes Rhythmusgefühl geerbt habe und meine Mutter sehr gerne singt und ich eben auch. Ich denke, ich hatte Musikalität von vornherein in mir drin. Also ich habe relativ früh mit Tanzen angefangen und da hat meine Lehrerin mich immer wahnsinnig für mein gutes Rhythmusgefühl gelobt und dass ich immer im Takt sei. Und ich habe gar nicht richtig verstanden, warum das jetzt so toll ist, weil ich es einfach gemacht habe. Es war halt in mir drin. Und von dem her glaube ich definitiv, dass ich es vererbt bekommen habe. Für meine Stimme kann ich nichts dafür. Das ist gegeben. Aber was ich mit meiner Stimme mache, das ist erlernt. Und ich denke, jeder kann einfach singen, weil Singen ist einfach Übung, so wie Matheaufgaben. Manche Leute haben so genetisch ganz tolle Stimme. Da denkt man, wow, woher kommt diese Stimme? Auf der anderen Seite kann man Musik natürlich auch erlernen. Also man kann Musiktheorie lernen und verstehen, wie Harmonien funktionieren und verschiedene Techniken auf einem Instrument erlernen. Und das sind natürlich alles Dinge, die man nicht vererben kann, sondern die man von jemand anderem erlernen muss. Ich denke aber auch, dass man das Gefühl für Musik und Rhythmus erlernen kann. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben kein natürliches Rhythmusgefühl, spielen aber trotzdem Schlagzeug. Das werden vielleicht keine brillanten Schlagzeugspieler, aber es sind auf jeden Fall Menschen, die das Schlagzeugspielen beherrschen. Und natürlich lernst du verschiedene Einflüsse durch andere kennen, aber dein eigenes Gefühl, dein Rhythmus, dein Drang dazu, den hast du einfach von Geburt an und der ist da. Wie Elvis, der gesagt hat, I can't keep my feet still, weil wenn der gesungen hat, musste er rumzappeln und sich bewegen. Und so geht's mir. Wenn ich so Rock'n'Roll höre, dann zuckt's mir dermaßen in den Füßen, da hält mich dann nichts mehr, da stehe ich auf und tanze. Musik im Blut ist Musik in mir, Musik in eigenen Körper, Musik in eigenen Kopf, in eigenen Seele. Das heißt, ohne Musik kann ich selber, also persönlich, gar nicht machen. Ich würde fast sogar sagen, jeder hat irgendwo etwas Musik im Blut, nur manche dann doch etwas mehr. Ich bekomme oft die Rückmeldung, Mensch, du hast echt Musik im Blut. Und trotzdem werde ich da immer ganz unsicher, weil ich einerseits nicht glaube, dass man Talente einfach von Geburt an hat. Wenn, dann geht es darum, vielleicht gewisse Gaben erstmal zu entdecken. Ich glaube, dass wir mit ganz vielen Gaben erstmal grundausgestattet sind und man muss sie entdecken. Und dann kann sich ein Talent entfalten. Man kann Musik lernen, aber es wäre einfacher, wenn du schon Musik im Blut hast. Wenn du schon von Geburt an Musik liebst, sei als kleines Kind singst und Musik spielst. Es gibt aber einen schönen Satz, den hat Truman Capote mal gesagt. Der sagte, writing can't be taught and art can't be taught. Und ich glaube, er hat recht. Ich glaube, dass das Gespür für Kunst etwas ist, das ich in keinem Seminar mit keiner Lehrmethode mir aneignen kann. Ich kann Techniken erlernen, aber nicht das Gespür für Musik. Das war Folge 10. Musik im Blut? Aus der Podcast-Reihe Musik im Blut vom Jungen Theater Augsburg. Die Porträts aller ExpertInnen und des Teams von Musik im Blut sind auf der Homepage des Jungen Theaters sichtbar. Unter jt-augsburg.de/musikimblut.
Auf Wiederhören! 9 weitere Folgen von Musik im Blut stehen zur Anhörung bereit. Auf Wiedersehen! Über den Spendenknopf unterstützen Sie unsere Arbeit und wir können Sie hoffentlich bald wieder bei einer Aufführung begrüßen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Stadt Augsburg, dem Land Bayern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir bedanken uns für die Kooperation beim Friedensbüro der Stadt Augsburg, der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg und A3 Kultur. Wir bedanken uns bei Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, für ihren Einsatz als Schirmfrau.